Sie sind der richtige Mann für den Posten. Naja, also, wenn das wirklich so ist, dann tue ich Ihnen den Gefallen natürlich gern. Was hast du vor? Zunächst einmal Hindernisse aus dem Weg räumen. Was soll wenn ich denn du machen? Geld brauchst, ich habe ein bisschen was gespart. Das ist lieb von dir, Ben. Aber du als Page verdienst doch auch nicht mehr als ich. Ich brauche mein erspartes Moment nicht. Du kannst es wirklich gerne haben. Nein. Ja, bitte. Und? Sind Sie bereit, meinen Bruder zu heiraten? Oh ja, das bin ich. Nervös vor dem großen Schritt? Ach, das ist ja nicht das erste Mal. Werner Saalfeld, wollen Sie die hier anwesende Barbara von Heidenberg zu Ihrer Frau nehmen? Dann antworten Sie bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Frau von Heidenberg, wollen Sie den hier anwesenden Werner Saalfeld zu Ihrem Mann nehmen? Dann antworten Sie bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Meinen Sie die Hochzeit mit Paul Wielander? Ich dachte, Sie können sich an nichts erinnern. Und Sie sind nicht Silvia Wielander. Nein, natürlich kann ich mich an nichts erinnern, aber Paul hat mir so viel von dieser Hochzeit erzählt, dass ich manchmal glaube, ich wäre selbst dabei gewesen. Wollen wir denn? Ja, gern. Ich muss zurück zur Arbeit. Warte. Was glaubst du, wie sehr ich mich danach gesehnt habe? Ich will dich wirklich nicht bedrängen, aber vielleicht hast du ja Lust, den Abend mit mir zu verbringen. Hat man, das geht gar nicht. Wegen der Hochzeit von Herrn Saalfeld, du, da muss alles perfekt laufen. Das wird jetzt ganz bestimmt. Bei der Restaurantleiterin sieht nicht nur umwerfend aus, sondern hat auch noch alles perfekt im Griff. Es wird sicher spät werden. Auf meine Traumfrau warte ich gerne etwas länger. Aber als Fitnesstrainer, da musst du ja immer so früh aufstehen und dann auch noch fit sein. Ich habe eine viel bessere Idee. Und die wäre? Wir treffen uns morgen. Oder übermorgen. Oder übermorgen. Ich komme darauf zurück. Freust du dich auf die Hochzeit deiner Mutter? Schon. Aber? Ich hoffe nur, dass sie keinen Unsinn macht. Meinst du, dass sie im entscheidenden Moment Nein sagt? Sie hat wieder von Barbara geträumt. Es muss ein komisches Gefühl sein, zu wissen, dass man jemand ganz anderes ist. Und dann auch noch so ein Scheusal wie Barbara von Heidenberg. Sie ist jetzt Silvia, eine der nettesten Menschen überhaupt. Trotzdem hat sie zwei Menschen auf dem Gewissen. Mann, Emma, das weiß ich doch! Entschuldigung. Komm, lassen wir das Thema, sonst wird das heute nichts mehr mit der Hochzeitsstimmung. Das Brautkleid, das du ihr genäht hast, das ist ganz toll geworden. Danke. Du könntest glatt neben deiner Dirndl-Kollektion auch noch Hochzeitskleider verkaufen. Wem denn, nachdem Klose abgesprungen ist? Oh, also, da ist er selber schuld. Ja, der soll sich schwarz ärgern, dass nun die Konkurrenz das große Geschäft mit dir macht. Und du hast leicht reden. Ja, hab ich auch. Wie meinst du das denn jetzt? Mein Freund Jimmy, der hat ein bisschen was geerbt und eine kleine Boutique in München aufgemacht. Wie? Und da soll er jetzt meine Dirndl verkaufen, oder was? Warum nicht? Interesse hat er. Ben, das wäre toll. Anschauen muss er sich deine Kleider natürlich schon, aber da bin ich ziemlich optimistisch. Und wieso? 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 Weil ich deine Dirndl kenne und an dein Talent glaube.
Wir kommen zu spät. Ja? So, darf der Dame den Tee servieren? Brötchen kommen auch gleich. Dein Onkel heiratet heute. Du hast gar nicht gesagt, dass ich auch zur Hochzeit eingeladen bin. Die Trauung geht gleich los. Wir sollten uns beeilen. Warte, wir müssen uns nicht beeilen. Wieso? Wir gehen da gar nicht hin. Viktoria, schau mal. In der Kapelle, da ist es eiskalt. Eine Erkältung ist das Letzte, was du im Moment gebrauchen kannst. Ich habe einen sehr warmen Mantel. Mütze, Handschuhe, Schal. Sei vernünftig, bitte. Es ist so anstrengend für dich. Du musst eben nur langsam machen. Aber... Kein Aber. Du nimmst jetzt erstmal einen Schluck Tee und ich hol die Brötchen. Simon, ich würde wirklich gern dorthin gehen. Das verstehe ich auch. Aber es ist einfach zu früh. Du bist noch nicht stabil genug. Und das kannst du beurteilen. Ja, das kann ich. Immerhin habe ich mit Dr. Kreuzkamm geredet und ihm versprochen, dass ich ein Auge auf dich habe. Und hast du ein Auge auf mich? Mhm. Sogar zwei. Wenn du wieder gesund bist, dann kannst du meinetwegen die Nächte durchfeiern, aber jetzt... Schon gut. Ich hab's verstanden. Irgendwelche extra Wünsche fürs Frühstück? Ja. Croissants. Bis gleich. Und du bleibst einfach hier liegen und erholst dich. Schon eintreffen. Ja, davon gehe ich schon aus. Ja, bitte schauen Sie. Was hat sie mit meinem Kleid gemacht? Wunderschön aus. So was möchte ich auch mal tragen. Bitte schön. Liebes Brautpaar, liebe Familie, Freunde, ich freue mich, Sie alle hier als neuer Pfarrer der Gemeinde in unserer kleinen Kapelle begrüßen zu dürfen. Liebes Brautpaar, liebe Familie, liebe Freunde, wir haben uns heute hier versammelt, um die hier anwesende Barbara von Heidenberg und den Herrn Werner Saalfeld in den Heiligen Bund der Ehe zu führen. Vor allem haltet fest an der entfalteten Liebe zueinander. Jeder von euch hat von Gott Gaben geschenkt bekommen. Setzt diese füreinander ein. Mein Gott, ich habe gar nicht gewusst, was ich da alles auf dem Dachboden gelagert habe. Ah, oh, schau mal hier. Die beiden Bilder, die hingen bei Elisabeth in der Wohnung. Die sind schön. Ja, die
Diese Meerschaumpfeife, die habe ich mir auf dem Bauernverband geschenkt bekommen. Ja, die willst du ja hoffentlich nicht behalten, oder? Machst du einen Kaffee? Ja, gern. Aber wir könnten doch mit dem, was auf dem Dachboden ist und mit dem Zeug hier, einen kleinen Flohmarkt veranstalten. Was hältst du davon? Ja, eher nix. Ach komm, in der Situation könntest du auch ein bisschen Kleingeld gebrauchen. Was grinst denn du so? So halt. Alfons, ist was passiert? Weißt, ich glaube halt, dass ich keine Zeit hab für sowas wie einen Flohmarkt. Alfons, sag mal, hast du deinen alten Job wieder? Ja, so gut wie. Der Xaver war gerade da und hat mich gebeten, wieder als Chefportier zu arbeiten. Ihm sind die Anforderungen an der Rezeption doch zu groß, hat er gesagt. Er muss halt noch eine Menge lernen bei mir. Das hat er gesagt? Wortwörtlich. Alfons, ich freue mich so, wenn ich. Ja. Jetzt muss ich nur noch gleich mit dem Chef reden. Ja, der heiratet doch heute. Ja, das dauert ja bloß ein paar Minuten. Außerdem wird er froh sein, wenn ich mich wieder darum kümmere, dass sein Laden läuft. Recht hast du. Aber eins verstehe ich in der ganzen Sache nicht. Was denn? Ich verstehe nicht, dass der Saalfeld eine Frau heiratet, die der von Heidenberg wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Du, aber die ist ein ganz anderer Mensch als die Heidenberg. Sylvia Wielander und Werner Saalfeld sind heute zu uns gekommen, um nach reiflicher Überlegung den Bund der Ehe zu schließen. Ist das nicht romantisch? Es freut mich immer ganz besonders, wenn ein reiferes Paar sich zu diesem großen Schritt entscheidet. Zwei Menschen, die schon ein Stück Leben hinter sich haben und nun gemeinsam voller Vertrauen in die Zukunft blicken. Und nun wollen wir sie vor Gott vereinen. Doch zuvor stelle ich noch die Frage, ist einer unter den Anwesenden, der etwas gegen diese Eheschließung hat? Ist unter den Anwesenden einer, der etwas gegen diese Eheschließung einzuwenden hat? Der möge jetzt sprechen. Oder für immer? Ja, ich. Robert. Robert. Charlotte. So frage ich Sie nun, Werner Saalfeld. Wollen Sie die hier anwesende Sylvia Wielander zur Frau nehmen? Sie lieben und ehren, bis dass der Tod sie scheidet? Ja, das will ich. Sylvia Wielander, wollen Sie den hier anwesenden Werner Saalfeld zum Mann nehmen, in lieben und ehren, bis dass der Tod sie scheidet? Das will ich. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ich bin sehr glücklich. Ich liebe dich. Ich dich auch. Hallo, Herr Gruber. Grüß Gott, Herr Konopka. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich wollte mal wieder nach meinen Pflanzen schauen. Ja, natürlich. Kein Problem. Irgendwas muss ich tun, um mich abzulenken. So viele Erinnerungen, was? Ja. Ja, hier erinnert mich alles an Elisabeth.
Sie hat Blumen so sehr geliebt. Wie sagt man so schön? Die Zeit heilt alle Wunden. Das sagt sich wahrscheinlich leichter, als es ist. Sagen Sie mal, wie geht's denn Ihrer Freundin Viktoria Tarasch? Ganz gut. Naja, sie ist erst vor 3 Tagen aus dem Krankenhaus gekommen. Sie ist schon noch ziemlich schwach. Passen Sie gut auf sie auf. Wie meinen Sie das? Genauso, wie ich es gesagt habe. Dann verstehe ich es nicht ganz. Ich sage Ihnen jetzt mal etwas. Wenn ich darauf bestanden hätte damals, dann... Wenn Sie damals auf was bestanden hätten? Ach, nichts, vergessen Sie es. Wissen Sie, zuerst denkt man, man hat es geschafft, es geht aufwärts, alles wird wieder gut und dann... Dann plötzlich wird doch wieder alles ganz anders. Viel Glück! Komm, Schatz, das gehört jetzt. Viel Glück. Von Herzen alles Gute. Danke, Evelyn. Ich gratuliere Ihnen. Herr Saalfeld. Frau Engel. Alles Gute. Danke. Viel Glück Ihnen. Dankeschön. Alles Gute, Werner. Felix, ich danke dir. Ihnen auch alles Gute. Das ist nett, dass Sie das sagen. Ja. Ich gratuliere Ihnen, Herr Saalfeld. Verstehe. Bedanke mich. Herzlichen Glückwunsch und für die Zukunft nur das Allerbeste, Frau Wielander. Frau Saalfeld. Ja, natürlich. Hey, Mama. Ich wünsche dir alles, alles Gute dieser Welt. Und ich bin so froh, dass du keinen Unsinn gemacht hast. Ich war kurz davor. Aber jetzt bin ich sehr froh, dass Werner mein Mann ist. Du machst mich zum glücklichsten Mann auf der Welt. Herr Saalfeld, Ihnen auch alles Gute. Danke. Und passen Sie gut auf Sie auf. Worauf Sie sich verlassen können. Ob ich auch einmal heiraten werde? Da bin ich mir ziemlich sicher. Du bist eine wunderbare Frau. Und wenn es jemand verdient hat, den tollsten Mann auf dieser Welt zu heiraten, dann du. Hallo, Frau Tarasch. Hallo. Na, ist die Trauung schon vorbei? Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Waren Sie etwa nicht eingeladen? Doch, schon. Ach, ich verstehe. Der ganze Trubel, das ist wohl auch noch ein bisschen viel für Sie. Ja, das hat Simon auch gesagt. Ja, und außerdem ist es ja viel zu kalt in der Kapelle. Hier ist es auch nicht viel wärmer. Ich wäre schon gern dabei gewesen. Ihr Simon ist wohl recht streng. Naja, manchmal meint er es einfach zu gut, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, das verstehe ich. Aber Sie sind doch gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und da muss man das ein bisschen langsamer angehen lassen. Wenn Sie wüssten, wie lange ich das schon tue. Ich wusste gar nicht, dass Sie so ein ungeduldiger Mensch sind. Ich will endlich mein Leben wieder genießen. Ja, das werden Sie auch. Und da wird Ihr Freund auch sicher nichts dagegen haben. Hochzeit war wirklich schön. So romantisch. Und Frau Wielander, Frau Saalfeld, sah bezaubernd aus. Hoffentlich geht es gut mit den beiden. Auch wenn sie eigentlich sehr nett ist. Ich kann der Frau einfach nicht über den Weg trauen. Wenn ich Werner Saalfeld wäre, ich weiß nicht, ob ich vergessen könnte, was sie in ihrem früheren Leben getan hat. Aber sie scheinen sich sehr zu lieben. Wann es wohl bei mir so weit ist, dass ich heirate? Naja, das wird noch dauern.
Erstmal muss ich einen Mann finden, der mich liebt und den ich auch lieben kann. Das nächste Brautpaar werden wohl eher Rosalie und Felix sein. Sie wirkten heute so glücklich, so harmonisch. Der Herr Direktor kommt gleich, ich habe ihn gerade gesehen. Xaver, lassen Sie mich nur machen. Okay, alles klar. Aha, habe ich jetzt zwei Chefportiers? Ja, genau darüber würden wir gern mit Ihnen sprechen, Herr Direktor. Warum denn so förmlich, Alphonse, an einem so wunderschönen Tag? Wir wollen natürlich auch ganz herzlich zur Hochzeit gratulieren. Ja, natürlich. Alles Gute. Danke. Xaver, ist im Restaurant alles bereit? Ja, die Gäste können kommen. Danke. Herr Direktor, ich meine wir, der Herr Steinle und ich, wir haben eine Lösung. Ach ja, Lösungen sind immer gut. Jetzt verraten Sie mir nur noch, um was es geht. Also der Herr Steinle möchte von seinem Posten als Chefportier zurücktreten und ich würde gern meine alte Position wieder übernehmen. Steinle, Sie wollen wieder kleine Brötchen backen? Ja, ich bin einfach noch nicht so weit und ich glaube, ich kann noch sehr viel lernen von Herrn Sonnenwichler. Mir soll es recht sein. Wenn die beiden Herren sich einig sind, werde ich der Sache nicht im Wege stehen. Herr Alphonse, dann begrüße ich Sie als meinen neuen und alten Chefportier auf das Herzlichste. Danke, Herr Direktor, ich werde Sie nicht enttäuschen. Das weiß ich, Alphonse. Sie können morgen früh gleich wieder mit Ihrem Dienst beginnen. Stets zu Diensten. Und Sie, Herr Steinle, arbeiten wieder als ganz normaler Portier? Ja. Herr Direktor, eine Bitte hätte ich noch. Könnte ich Sie ganz kurz unter vier Augen sprechen? Ja, gut, aber dann muss ich mich um die Gäste kümmern. Natürlich. Hey. Hey. Warte, wo willst du hin? Die Feier findet im Hotel statt. Ja, aber ich muss noch mal schnell nach Hause. Ich habe eine Laufmasche in der Strumpfhose. War eine schöne Trauung, oder? Je länger ich die Braut angesehen habe, desto mehr hat sie mich in die Heidenberg erinnert. Findest du nicht auch? Ich kannte sie ja nicht. Dass Werner das nicht sieht. Oder vielleicht will er es gar nicht sehen. Kann schon sein, so verliebt wie er ist. Ich finde die ganze Sache ziemlich gruselig. Wieso, was meinst du? Naja, die Frau, die Werner heiratet, die ist der Heidenberg wie aus dem Gesicht geschnitten. Und die wollte ihn mal umbringen. Aber sie ist nicht Frau von Heidenberg. Ja. Wir sehen uns auf der Feier. Jetzt habe ich für eine Sekunde gedacht, er sieht mir die Lüge an und stellt mich zur Rede. Aber du warst doch total happy mit deinem Posten als Chefportier. Manchmal muss man sich im Leben für die wichtigen Dinge entscheiden. Da brauchst du gar nicht so zu gucken, das hast du gesagt. Ich hab gesagt, es steht 50-50, höchstens. Ich krieg Marie aber nicht aus dem Kopf und ich werde um sie kämpfen. Du glaubst doch nicht, dass du die Tochter automatisch bekommst, wenn du den Posten des Vaters wieder freimachst. Ja, nicht automatisch, aber ich komme meinem Ziel ein Stück näher. Wenn du dich da mal nicht täuschst, was ist mit dem Heinemann? Hättest mal sehen sollen, wie die beiden sich gestern gestritten haben. Ich wünsch's dir wirklich. Aber wenn deine Rechnung nicht aufgeht, dann hast du nicht nur Marie, sondern auch deinen Traumjob verloren. Läuft wohl nicht so gut zwischen dir und Emma, hä? Könnte besser sein. Ja, da musst du halt mal was tun. Von nichts kommt nichts. Dein Tipp. Ich habe das Lied für Emma fertig. Vielleicht geschieht ja ein Wunder, wenn sie das hört. Oh, nimm mal die Schüssel mit. Servus. Hildegard, was mir alles passiert ist. Ich hab jetzt keine Zeit. Hildegard, vor dir steht der Chefportier des Fürstenhofs. Ich fang morgen wieder an zu arbeiten. Das ist ja großartig. Oh, Jesus. Entschuldige. Wie ist denn das so schnell gekommen? Du, der Xaver schafft's einfach nicht ohne mich. Und das hat er den Chef wissen lassen. Und das hat er einfach so gesagt? Ja. Mei. Er hat's vorm Herrn Direktor zugegeben. Er war Manns genug dazu. Du, und da muss ich sagen, Respekt. Papa, heißt das, du bist wieder Chefportier? Ja, super. Das habe ich dem Xaver zu verdanken. So eine noble Geste hätte ich dem überhaupt nicht zugetraut. In seinem tiefsten Innern ist er halt doch ein anständiger Kerl.
Mama, wie weit bist du denn? In einer halben Stunde geht's los. Kein Problem, hab alles im Griff. Gut, im Restaurant sind wir auch soweit. Du, ich freue mich so, dass du wieder Arbeit hast und dass du nicht zu Hause rumsitzt. Ich auch, Hildegard. Ich meine, gut, das war schon eine interessante Erfahrung, aber Hausmann, das ist nichts für mich. Nee. Du, und wegen deiner Lieblingsjacke. ich besorg dir dieselbe gleich nochmal. Wo hast du die gekauft? Ich hätte das doch schon denken können. Da gehen wir jetzt zusammen. Das muss doch nicht dieselbe sein. Genau. Hast du Nachricht von der Staatsanwaltschaft? Ach, danke, dass du mich jetzt daran erinnerst. Und? Nein, die ermitteln noch. Mach dir keine Sorgen. Schön, dass du wenigstens jetzt mit uns feiern kannst. Die Trauung hätte dir bestimmt gefallen. Ja, aber ich wollte nicht so lange in der Kälte sitzen. Was machst du denn für ein Gesicht? Das ist eine Hochzeit und keine Beerdigung. Ja. Mm. Das schmeckt so köstlich. Ja. Mm. Könnt ihr mal bitte kommen? Liebes Brautpaar, liebe Hochzeitsgäste, als Trauzeuge und Bruder des Bräutigams möchte ich, dass wir gemeinsam auf das glückliche Paar anstoßen. Auf meine bezaubernde Schwägerin Silvia. Das mit dem Sie, das lassen wir jetzt am besten. Also, auf Silvia und Werner und auf eine glückliche, lange, harmonische Ehe. Die wir bestimmt haben werden. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf das Brautpaar. Zum Wohl. So, kommen wir zum lustigen Teil des Abends. Gegessen haben wir alle genug. Gleich wird der Tanz eröffnet, aber das kann lustig werden. Denn auf einen besonderen Wunsch machen wir jetzt den Orangentanz. Ihr kennt das ja alle. Welches Paar am längsten durchhält, bekommt einen tollen Preis. Sag mal, hast du dir diesen Schwachsinn ausgedacht? Wieso? Das war doch deine Idee. Ach so, ja. Das habe ich ganz vergessen bei all dem. Das ist kein Problem. Komm, lass uns mitmachen. Nein, entschuldige, ich muss einen Moment an die frische Luft. Darf ich die Paare jetzt auf die Tanzfläche bitten? Komm, das wird lustig. Ja, das wird lustig. Den Gewinn schnappen wir uns. Oh komm, Ben, das ist doch albern. Und genau deswegen macht es so viel Spaß. Und Sie halten ein Auge drauf, dass hier nicht geschummelt wird. Darf ich bitten? Aber nur, wenn du nachher auch noch mal ohne Orange mit mir tanzt. Gut. Musik bitte. Danke.
Wofür? Ich finde es großartig von dir, dass du dich für meinen Vater eingesetzt hast. Sein Posten als Chefportier, das bedeutet ihm ziemlich viel. Das ist doch nicht der Rede wert. Ich habe gemerkt, dass ich ohne ihn gar nicht wirklich zurechtkomme mit all dem hier. Doch, das ist der Rede wert. Sowas vom Chef zuzugeben, das macht nicht jeder. Hoffentlich hast du jetzt kapiert, dass es nicht meine Absicht war, ihm den Job wegzunehmen. Ich schätze deinen Vater sehr. Danke, Xaver, das werde ich dir nie vergessen. Heißt das, es ist alles in Ordnung zwischen uns? Klar. Ich muss mal wieder zurück an die Arbeit. Ach Martin, ja, bitte. Ich hätte noch gerne einen Rotwein. Gerne, Herr Sam. Ich hab mir schon gedacht, dass ich dich hier finde. Mir geht es gut. Wirklich. Sag mal, warum kommst du jetzt erst? Der Termin mit dem Großhändler, das hat so ewig lange gedauert. Sag mal, gab's auch schon Topfschlagen und eine Bolognese? Kommt bestimmt noch. Los. Keine Müdigkeit, Frau Schulze. Musst du es unbedingt übertreiben? Ja, natürlich muss ich es übertreiben. Wir waren uns doch darüber einig, dass du ihn noch schonst. Du warst dir einig. Simon, ich finde es schön, wie du dich um mich kümmerst. Aber mir geht's gut. Okay? Nur weil du dich immer so wild. Du kennst mich doch. Die halten aber lange durch. Hm? Also jetzt aber Endspurt, ein bisschen mehr Action. Gewinner stehen fest. Emma Strobel und Ben Sponheim. Nee, das war doch fast zeitgleich. Ach, wir haben den zweiten Platz. Das ist ja ganz passabel. Sag mal, wo ist denn deine Silvia? Ich werde mal nachher sehen. Unsere stolzen Gewinner dürfen diese Nacht mit einer Flasche Champagner in der Fürstensuite verbringen. An diese spießige Frisur nicht mehr sehen. Was machst du denn hier? Ich bin in meiner Wohnung und suche meine Frau. Entschuldige, ich leg das gleich wieder hoch. Das brauchst du nicht. Doch, das mache ich. Mit den langen Haaren erinnerst du mich zwar extrem an Barbara, aber es steht dir. Es ist lieb, dass du das sagst. Komm her. Die anderen müssen gar nicht merken, dass wir so lange hier oben sind. Doch, wir müssen runter zu unseren Gästen. Nein, wir müssen gar nichts. Ich bin schon viel zu lang hier oben. Der Herrgott wollte mir zeigen, dass ich... Ich meine, dass du und ich... Elisabeth, würdest du eventuell... Willst du meine Frau werden? Bitte. Bitte sag ja. Ja, Johann. Ja, ich will deine Frau werden. Was macht denn das alte Zeug hier?
Das sind Sachen aus der Zeit mit Elisabeth. Die hatte ich auf dem Dachboden vom Sonnenbichlers gelagert. Ja, so riecht's auch. Würden Sie bitte die Güte haben und das alte Zeug woanders hinbringen? Ich habe nämlich wirklich keine Lust, dass meine ganze Wohnung nach Dachboden stinkt. Mein Gott, jetzt regen Sie sich nicht so auf. Erstens mal ist das Felix' Wohnung und zweitens räume ich das Zeug ja schon weg. Aber die beiden heiligen Bildchen, die bleiben hier. Die haben mir selber sehr viel bedeutet. Ja, ist schon okay. Ich meine, wenn Sie schon meine Gefühle nicht achten, dann respektieren Sie wenigstens die Erinnerung an meine verstorbene Frau. Tut mir leid, so war das gar nicht gemeint. Hast du es jetzt gewusst oder nicht? Nein, woher denn? Na, von deiner Mutter oder was weiß ich. Quatsch, ich hatte keine Ahnung. Und warum hast du dann so siegessicher gegrinst? Weil ich mich über unseren Sieg gefreut habe, deshalb. Glaubst du, etwa nützt das aus und fallen der Fürstensuite über dich her? Nein, natürlich nicht. Für was für einen Typen hältst du mich eigentlich? Entschuldige, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe mir gedacht, wir trinken den Champagner und genießen unseren Gewinn. Mehr nicht. Das ist ja wohl nicht verboten. Besonders nachdem Rosalie so herrlich beleidigt war. Sie konnte noch nie besonders gut verlieren. Auch ein Schluck Wasser? Gerne. Findest du nicht, wir sollten uns die Fürstensuite mal aus einer anderen Perspektive ansehen? Wie meinst du das jetzt? Nicht als Zimmermädchen oder Kofferschlepper, sondern als Gäste. Als Madame Strobel und Monsieur Sponheim. So, Xaver. Als erstes werden bis morgen dieses ganze Kamerazeug abgebaut. Wir brauchen keine Webcams, wofür haben wir Telefon? Aber die Anlage hat sich doch super bewährt. Ja, für Sie vielleicht. Ja, aber kein Aber mehr, Xaver. Für mich und für einige andere hat sich die Anlage überhaupt nicht bewährt. Was wollen Sie denn jetzt damit andeuten? Ich deute nichts an, ich stelle fest. Ich habe mit dem Direktor über den äußerst peinlichen Zwischenfall im Restaurant gesprochen, bei dem einige Gäste den Streit zwischen Nils und Marie mitbekommen haben. Herr Sonnenbichler, das war doch nur ein Vorfall. Einmal reicht. In einem Fünf-Sterne-Hotel gehört sich sowas nicht. Und damit es nicht noch mal vorkommt, müssen diese Kameras weg. Na, wenn Sie meinen. Xaver, Sie haben doch selber gesagt, dass ich Ihnen noch eine ganze Menge beibringen kann, oder? Ja, klar. Also, das hat mich sehr gefreut. Und noch mehr freut mich, dass wir dann morgen in der Früh gleich damit anfangen können. Also, schönen Abend noch, bis morgen früh. Max. Servus. Servus. Bis morgen. Willkommen in der Steinzeit, Max. Ja, Mai. So ist er halt. Hotel Fürstenhof, Rezeption Steindl. Hallo, was kann ich für Sie tun? Guten Abend. Abend. Was tun Sie da? Sind Sie beim Entrümpeln? Ja, das kann man so sagen. Wollen Sie diese entzückende Figur auch wegwerfen? Ja, warum? Entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Evelyn Konopka, ich arbeite hier am Fürstenhof. Ach, die neue Ärztin. Ja. Hab schon von Ihnen gehört. Johann Gruber, ich bin der Vater von Felix Tarasch. Ah, vom Juniorchef. Freut mich sehr. Also, bevor Sie sie wegwerfen? Ich hänge nicht dran. Wenn Sie sie haben wollen, bitte. Wirklich? Sie gehört Ihnen. Sie bekommt einen Ehrenplatz. Ich danke Ihnen. Thank you.
So, wenn ich die Werteste nun bitten dürfte. Wow. Alles Gute dem Gewinnerpaar. Netter Schuppen hier. Findest du nicht auch? Mhm. Wenn ich vorher nicht so viel gegessen hätte, dann würde ich jetzt glatt den Zimmerservice ausnutzen. Magst du irgendwas? Kaviar, Hummer? Hier gibt's nichts, was es nicht gibt. Nein. Mal schauen, wie ein auf dem Fünf-Sterne-Bett so liegt. Oh, ist das herrlich. Entschuldigung. Ich hab was für dich. Für mich? Ja. I got you, babe. Du hast mal gesagt, dass du das Lied sehr gerne hast und da dachte ich mir, ich nehme das auf, in einem Tonstudio. Wie jetzt? Du warst extra für mich in einem Tonstudio? Warum denn nicht? Soll ich es dir mal vorspielen? Say we're young and we don't know. We won't find out until we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me and baby, I got you. Babe, I got you, babe. They say all love won't pay the rent. Before it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a lot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers. Emma und Ben. Die würden doch gut zusammenpassen, hm? Das war heute so schön. So stelle ich mir mal auch meine Hochzeit vor. Vielleicht noch mit einer Kutsche oder mit einer echten Liveband. Ich glaube, man kann auch ohne Trauschein glücklich werden. Ich habe eine Familie zu gründen und denselben Namen zu tragen, das ist doch das Schönste überhaupt. Findest du nicht? Nach meinem verpatzten Heiratsantrag, da habe ich lange nachgedacht. Und? Ich war ja schon mal verheiratet und wie das ausgegangen ist, wissen wir beide. Ja, aber mit uns ist doch das was ganz anderes. Rosalie, ich habe für mich beschlossen, ich möchte nicht mehr heiraten. Für dich? Und was ist mit mir? Es tut mir leid. Egal, wie sehr wir uns lieben und wie nah wir uns stehen, ich... Mein Entschluss steht fest. Ich hasse dich, Werner Saalfeld. Du hast meine Liebe mit Füßen getreten und mich im Stich gelassen. Das verzeih ich dir nie. Mein Schatz. Hallo. Es war eine gelungene Feier, nicht wahr? Ja, das fand ich auch. Du sahst umwerfend aus in deinem Kleid. Es ist lieb, dass du das sagst. Trotzdem. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, es dir auszuziehen. Aber leider hast du das schon für mich erledigt. Oh, es tut mir so leid. Thank you.
Entschuldigung, wo kommen die hin? Die großen Sträuße ohne Bänder möchte Herr Saalfeld in das Rosenzimmer und die kleinen Gestecke in den blauen Salon. Mal. Feierabend. Hast du so lange gewartet? Oh, da ist aber jemand müde. Hm. Ich bin seit 16 Stunden auf den Beinen. Wie wär's mit einem kleinen Verwöhnprogramm? Tut das gut. Jetzt schließen wir mal die Äuglein und stellen uns Folgendes vor. Erst lasse ich meiner Traumfrau ein heißes Vollbad ein. Dann gibt's eine Entspannungsmassage. Vielleicht ein Küsschen. Oder zwei. Oder... Gar nicht, dass du so schön singen kannst. Du weißt vieles nicht. Danke für das wundervolle Lied. Gern geschehen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Emma, du weißt, was du mir bedeutest. Babe, I got you, babe. Was soll ich mit der Kohle machen? Dirndl kaufen. Ich tue was? Es gibt hier eine Frau. Emma Strobel. Die näht ganz wunderbare Kleider. Nur mit der Vermarktung klappt's nicht so richtig. Deshalb greife ich hier ein bisschen unter die Arme. Der Herr Heinemann. Der Versuch glaubt, mich reinzulegen. Was soll ich dieser Frau erzählen? Ich meine, die wird mir ja wohl kaum glauben, dass ich die Dinger selber trage, oder? Du hast einen kleinen, aber feinen Laden in München. Aber ein bisschen komisch ist es schon, weil ich habe noch nie was davon gehört, dass es in Giesingen eine besonders angesagte Modeszene geben soll. Ich auch nicht, aber das heißt nichts. Aber der Mann versteht auch nichts von Stoffen. Und auch nicht von Schnitten und Verarbeitung. Sie hat ihn entführen lassen, um an das Geld ihrer Tochter zu kommen. An ihre eigene Tochter. Stieftochter.